Heute, am 9. Dezember 2023, hat in Hannover eine neue Stadtbahnstrecke nach Hemmingen eröffnet. Knapp 30 Jahre Diskussion, Planungs- und Bauzeit hat die neue Strecke in Anspruch genommen. Nun konnte sie endlich in Betrieb gehen. 10.000 Einwohner entlang der Strecke erhalten dadurch erstmals einen Bahnanschluss. Die neue Strecke ist dabei insgesamt 3,4 Kilometer lang und besitzt 6 neue Stationen. Sie zweigt dabei an der Haltestelle Wallensteinstraße von der bereits bestehenden Stadtbahnstrecke in Richtung Wettbergen ab. Die Strecke verläuft dabei auf der gesamten Länge von 3,4 Kilometern auf eigenem Gleiskörper. Ein Teil des eigenen Gleiskörpers ist dabei auch mit Rasengleis ausgeführt. Alle 6 Haltestellen entlang der Strecke sind dabei natürlich auch barrierefrei ausgeführt. Bedient wird die Strecke nun von der neu eingeführten Stadtbahnlinie 13, welche nun zwischen Hemmingen und Fasanenkrug verkehrt. Auf dem Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Fasanenkrug verkehrte bisher die Stadtbahnlinie 9. Diese wurde nun zurückgezogen und endet am Hauptbahnhof. Dadurch besitzt Hannover nun aber eine Stadtbahnlinie, die ganztägig verkehrt, mehr. Die neue Strecke wurde insgesamt in 2 Bauabschnitte eingeteilt. Für den ersten Bauabschnitt bis zur Haltestelle Hemmingen-Saarstraße erging der Planfeststellungsbeschluss im Jahr 2012. Bekannt gemacht wurde er dann Anfang 2013. Für den zweiten Bauabschnitt bis zur Endhaltestelle in Hemmingen erging der Planfeststellungsbeschluss dann am 1. April 2016 und am 18. Juni 2018 wurde er noch einmal abgeändert. Die geplanten Kosten für die gesamte Strecke beliefen sich damals auf 56 Millionen Euro. Am 22. Mai 2019 erging dann der symbolische Spatenstich auf der Strecke, welcher quasi den Start der Bauarbeiten markiert. Die Gleisbauarbeiten begannen dann im Juli 2019. Im September 2023 waren dann alle Gleisbauarbeiten abgeschlossen, sodass im Anschluss die Probe- und Abnahmefahrten sowie die Schulungsfahrten für das Fahrpersonal beginnen konnten. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass die ursprünglich prognostizierten Kosten in Höhe von 56 Millionen deutlich überschritten wurden. Die Strecke kostet nun insgesamt 91 Millionen Euro. Die Feierlichkeiten fanden dabei an der neuen Endhaltestelle in Hemmingen auf dem Park-and-Ride-Parkplatz zwischen 10 und 17 Uhr statt. Die offizielle Premierenfahrt startete dann um 10.27 Uhr. Am Betriebshof Glocksee. Um 10.50 Uhr erreichte sie dann erstmals den neuen Endpunkt der Strecke. Damit konnten allerdings nur geladene Gäste und Pressevertreter fahren. Nach der Ankunft der Premierenfahrt fand dann noch die symbolische Streckeneröffnung im Zuge eines Banddurchschneidens statt. Für alle anderen startete dann der Fahrgastbetrieb circa gegen 12 Uhr. Die Bahnen konnten am 9. Dezember sogar kostenlos genutzt werden auf dem Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Hemmingen und auch auf den parallel verkehrenden Linien 3, 7 und 17 bis zur Wallensteinstraße. Auf dem Festgelände an der Endhaltestelle gab es dann verschiedene Stände, musikalisches Programm und auch Essen. Schauen wir uns nun aber noch die Strecke etwas genauer an. Wie bereits erwähnt, zweigt die neue Strecke von der Bestandsstrecke Richtung Wettbergen an der Wallensteinstraße ab. Dort endet nun auch weiterhin die Stadtbahnlinie 17. Diese wird allerdings zukünftig nur noch alle 20 Minuten verkehren, aufgrund der neu eingeführten Linie 13. Im Anschluss an den Abzweig folgt die Strecke dann der Göttinger Chaussee in ihrer Straßenmitte. Als erste der 6 neuen Haltestellen erreichen wir dann jene mit dem Namen Unter den Birken. Diese besitzt einen Mittelbahnsteig. Dieser fällt dabei allerdings relativ schmal aus, aufgrund der beengten Platzverhältnisse an dieser Stelle.
Allerdings besitzt der Bahnsteig trotzdem zwei Haltestellenhäuschen für jede Richtung jeweils eines. In der Umgebung der Haltestelle finden sich vor allen Dingen Mehrfamilienhäuser und auch diverse Geschäfte und Discounter. Der Abstand bis zur nächsten Station mit dem Namen Stadtfriedhof Ricklingen ist mit 309 Metern recht kurz, gerade mal eine Straßenkreuzung lang. Und Herr Marquardt hat angeguckt. Hallo. Hallo. Ach, Claudia, ich bin gesagt, hallo, Oskar. Auch diese Haltestelle wurde wieder mit einem Mittelbahnsteig ausgestattet. Wie der Name der Haltestelle schon verrät, befindet sich hier direkt in der Nähe, nämlich direkt gegenüber von der Haltestelle, der Stadtfriedhof von Ricklingen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Auffahrt zur B3, eine Schnellstraße, und dahinter ein Waldgebiet. Indem wir weiterfahren, unterqueren wir dann im Anschluss die Schnellstraße B3 und daraufhin überqueren wir auch die Stadtgrenze zwischen Hannover und Hemmingen. Hemmingen ist nämlich eine eigenständige Gemeinde und gehört nicht mehr zu Hannover mit 18.000 Einwohnern. Die Stadtgrenze wird hier durch den kleinen Fluss Ihme markiert. Die erste Haltestelle auf dem Stadtgebiet von Hemmingen trägt dann den Namen Saarstraße. In der Umgebung der Haltestelle befinden sich vor allen Dingen Einfamilienhäuser oder kleinere Mehrfamilienhäuser. Bis zur nächsten Haltestelle sind es dann knapp 400 Meter Fahrtweg. Haltestelle Krankenhaus. Die Osterglocken im Frühjahr und ich finde das schon sehr schön, dass man das so mitkennt. Ja. Wir sehen jetzt hier noch so ein paar Bäume. Nächste Haltestelle trägt den Namen Hemmingen Zentrum. Nur wenige Meter von der Haltestelle entfernt befindet sich nämlich das Rathaus der Stadt und auch die Kirche mit dem Namen Evangelische Lutherische Trinitatiskirche. Hier befindet sich auch der Marktplatz der Stadt. Fahren wir nun aber weiter zur nächsten Haltestelle. Wir folgen übrigens seit der Stadtgrenze der Straße mit dem Namen Göttinger Landstraße. Die Haltestelle liegt hier zwischen einem Wohn- und Gewerbegebiet. Im Anschluss folgt dann wohl der längste Streckenabschnitt ohne Zwischenhalt. Bis zur Endhaltestelle in Hemmingen sind es dann knapp 600 Meter Fahrtweg. Erinnerungen mache ich mir dann so über den Tag.
Die Endhaltestelle in Hemingen ist deutlich großzügiger gestaltet als die anderen auf der Strecke bisher. Hier gibt es nun zwei Außenbahnsteige, in deren Mitte sich eine Bushaltestelle befindet. Somit soll eine schnelle und günstige Umsteigemöglichkeit zwischen Bussen und der Stadtbahn angeboten werden. Direkt daneben befindet sich ein großzügig angelegter Park-and-Ride-Platz. So sollen auch Autofahrer, die von weiter außerhalb oder wo die Busanbindung nicht so gut ist, angelockt werden und auf die Stadtbahn umsteigen. Die direkte Umgebung der Haltestelle besteht größtenteils aktuell noch aus Feldern und einigen wenigen Einfamilienhäusern. Dies soll sich allerdings in Zukunft ändern, denn um die Haltestelle herum soll ein Neubaugebiet entstehen. Die Stadtbahn schafft somit bereits vor der Entstehung des Neubaugebietes eine attraktive Anbindung für die zukünftigen Einwohner an dieser Stelle. Die Stadtbahnstrecke nach Hemingen ist im Übrigen bereits die fünfte Strecke in Hannover, welche über die Stadtgrenzen hinausführt. Zum morgigen Fahrplanwechsel ändern sich in Hannover noch einige weitere Dinge. So wird zum Beispiel, wie bereits erwähnt, die Linie 9 zurückgenommen und verkehrt nur noch zwischen Empelde und dem Hauptbahnhof. Und es wird als Nachtsignal der Linie 10 die neue Linie 12 eingeführt. Und auch bei Bussen und anderen Verkehren ändert sich etwas, auch durch die neue Strecke nach Hemmingen. Ja, und damit bin ich auch am Ende dieses Videos angekommen. Ich danke euch natürlich wie immer ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen nach oben und einen Kommentar unter diesem Video freuen. Wir sehen uns dann, wie gewohnt, am Freitag zu einem erneuten Video wieder. Ich hoffe, das eingeschobene Video hat euch gefallen. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr denn die neue Strecke findet. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Auf Wiedersehen und tschüss. Hier auch. Ja. Nein, das ist falsch. Ja, warum soll man nicht?